Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, heute ein etwas volleres Programm. Zum einen zwei Videos mit den Lanzen, zum anderen ist natürlich gerade Frontline draußen. Dann sind im Shop noch ein paar schöne Angebote. Und zu guter Letzt gleich vorab der Hinweis: Ich habe noch zwei Zuschauer-Replays, einmal mit dem WZ und mit der SU. Beide Replays werden noch kommen. Es wird aber ein bisschen dauern, weil ich noch die Version 1.8 besorgen muss. Wir sind ja inzwischen auf 1.9. Sieht man ja an diesem wunderschönen Forschungsbaum, der jetzt so ein bisschen überarbeitet ist. Ich denke mal, ich muss nicht mehr allzu viel darüber erklären. Die meisten haben es ja mitgekriegt. Neuer Baum, einiges sortiert. Hier oben auf dem schönen Symbol, da sind dann die Panzer drin, die es nicht mehr am Forschungsbaum gibt, die man aber immerhin noch kaufen kann. Ja, Thema Frontline. Ich wollte ja schon mal ein Video machen, wie ich mit Frontline und mit was für Panzer ich Frontline spiele. Ihr seht's, innerhalb von einem Tag auf Stufe 8 geschafft. Leider noch keinen Generalrang erreicht. Ich glaube, drei oder vier Spiele bis zum Major oder Major. Und der Rest war so ein bisschen Chaos, weil auch im Frontline inzwischen so ein leichtes Random-Battle-Niveau herrscht, aufgrund der momentanen Lage, die wir weltweit haben. Nichtsdestotrotz, ich freue mich auf Frontline, tut den Konto gut. Ihr seht, wir sind knapp bei 5 Millionen. Angefangen habe ich, glaube ich, mit 2,3 Millionen. Ja, und primär spiele ich halt Frontline mit Premium-Panzer. Im letzten Abschnitt habe ich auch Forschungsbaumpanzer genutzt. Inzwischen habe ich keinen Achter mehr, den ich spielen muss. Leider auch mit dem UDIS 14.5 schon durch. Das ging relativ zügig. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, Frontline halt primär mit Premium-Panzer. Wenn ich mal wieder einen Achter kaufe, ich denke, das wird bald passieren, dann halt in der nächsten Frontline wieder mit einem Achter Forschungsbaumpanzer. Primär. Der erste Abschnitt, egal ob Verteidiger oder Angreifer, nutze ich im Frontline halt meinen geliebten Scorpion G. Ich kann ihn ja jetzt wieder fahren. In Random Battles kann ich momentan nicht fahren, durch den Battle Pass, den ich ja nebenbei mitspiele. Aber wie gesagt, im ersten Abschnitt halt immer ein Panzer, der ordentlich Schaden raushaut, mit dem man auch verteidigen kann. Gerade auf, ich glaube, Sibirien heißt die Karte. Kann man dann doch gut aus Deckung rausschießen. Deswegen halt, erste Wahl ist immer das Scorpion G bei mir für den ersten Angriff oder für die erste Verteidigung. Sollte ich im ersten Bereich mit dem Panzer fallen, dann wird's ein Heavy. Ich habe mich so ein bisschen in den 50 TP verliebt. Hatte vorhin ein schönes Spiel auf Sibirien. Wenn die Wanne versteckt ist, kann man mit denen einiges an Schaden raushauen. Und kann man auch gut verteidigen. Sollte der erste Bereich fallen, ob nun als Verteidiger oder Angreifer, geht es dann natürlich rüber in die Med-Schiene, sprich Lanzen C. Immer so ein kleiner Geheimtipp für Frontline: erst mobil, die Waffe stimmt und das gesamte Spiel mit dem Panzer ist eigentlich recht zugänglich, weil halt der Schaden vorhanden ist. Und die Mobilität ist auch gut für schnelle Flankenwechsel, falls man mal von einem Abschnitt zum nächsten drüber fahren muss. Wollte ich halt immer auf den Med setzen. Oder halt auf den Scout. Immer die Scout spielen. Ich habe es auch erlebt. Scout-Fahrer, die ballern dir die Kugel um die Ohren. Nur ich fall da raus. Ich bin nicht scoutfähig. Deswegen ist halt bei mir ein Med. Und halt in dem Fall ist der Lanzen so ein kleiner Geheimtipp. Sollte es dann zum letzten Abschnitt kommen, sprich im hinteren Bereich, wo man dann die Kanonengeschütze verteidigen muss, würde ich auf der Karte nochmal die auch wieder im Med empfehlen. Einfach auch, um halt die Schüsse zu garantieren oder den Schaden zu garantieren und halt auch um den Flankenwechsel mitzumachen, falls man eine Kanone fällt oder eine Kanone Unterstützung braucht, wollte ich halt immer auf einen schnelleren Panzer umswitchen.
Ein Heavy ist zwar ganz nett für den letzten Abschnitt, auf der Karte Normandie, wie primär Normandie jetzt. Wie gesagt, so ein Heavy ist zwar mal ganz nett, weil der hat die Panzerung, der kann auch was einstecken. Aber man muss halt gerade für den letzten Abschnitt relativ schnell sein, um halt von Geschütz zu Geschütz springen zu können. Und deswegen halt ein Med. Oder wer damit umgehen kann, halt ein Scout. Den einzigen Achter-Scout, den ich hier habe, wo die beiden einzigen Achter ist ja einmal der M4190 und dann der Panhard. Wobei mit dem Panhard, ich kann damit überhaupt nicht umgehen, mit dem Ding. Mit beiden nicht. Ja, für die Karte Sibirien wiederum würde ich vielleicht einen TD empfehlen. Gerade weil man nachher in die Geschützbunker ja rein kann. Das müsste hinten die 4 und die 5 sein. Wenn man da einen Panzer hat, der auch geradeaus schießen kann und den auch zielgerichtet geradeaus schießen kann und den Schaden anbringt, hat man in dem Bunker immer einen gewissen Vorteil. Weil viele Spieler raffen nicht, dass man da drinnen steht, dass man da rausschießen kann. Sogar sehr gut rausschießen kann und auch einen gewissen Überblick hat. Deswegen wollte ich dir halt einen TD empfehlen, auch da wieder auf Scorpion G. Oder wenn man halt einen Panzer für schnelle Flanken wechseln möchte, halt den Progetto oder halt auch den Lanzen. Generell spiele ich ja Frontline primär mit TDs oder halt mit Mates, ab und zu mal ein Heavy mit drinne, aber es ist halt ganz, ganz selten. Ja, was gibt's noch? Im Premium-Laden habe ich was Tolles gesehen. Gut, der Pan hat jetzt nicht unbedingt. Den hatten wir ja erst im Schwarzmarkt. Ich finde den Preis hoch. Ja, an sich ist es okay. 27 Euro. Muss man hier gucken, was haben wir hier für ein Paket drin. Also das 50-Euro-Paket würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn jemand den Pennard möchte, denn das Standardpaket für 27 Euro. Ja, der Panzer ist ganz nett. Ich hätte ihn auch gerne. Aber nicht für den Preis. Also ich bin da so ein bisschen gespalten. Klar, für einen 8er Premium-Panzer ist 27 Euro ganz okay. Das haben wir hier im großen Paket. Nee. Wobei 19.000 Gold sind mit drin. Also kann ich nur bedingt empfehlen, das Paket für 27 Euro oder generell die Panhard-Preise. Da gibt es eher ein Paket, was eigentlich wesentlich interessanter ist, und zwar den KV 222. Ich selber habe das Ding noch nicht gespielt, ich kenne ihn gar nicht. Aber ich denke mal, gerade für Spieler, die neu sind und auch länger bei WoT bleiben möchten, kann man dieses Paket für 18,20 € empfehlen. Zum einen, man kriegt den Panzer, dann kriegt man 7 Tage Premium. 5 persönliche Reserven, ich denke mal, das ist die Crew-Reserve, dann 5 mal 2 Stunden 50% mehr Credit-Bonus. Dazu noch 300 frei XP und den Fünffachsieg 15 Mal. Und eine schöne Lackierung, also die gefällt mir richtig. Ich denke mal, dieses Paket kann man ruhig mal weiterempfehlen für 18,20 €. Ist ordentlich was drin, ist ein Premium-Panzer mit drin. Kann man so ein bisschen die Crew leveln. Muss man so ein bisschen abwägen. Für 4 Euro merke ich mal 14 Tage Premium. Aber ich denke mal, das mittlere Paket reicht auch vollkommen aus. Der Rest ist eigentlich vollkommen Banane. Hier der M6A2E1. Klar, man kriegt wieder ein 8er Premium-Panzer. Aber der Preis ist doch ganz schön saftig. Wobei die Lackierung auch ziemlich cool ist mit der Gans drauf. Aber ich finde den Preis sowohl beim KV als auch beim M6 ganz schön happig. Jo.
Was gibt's noch? Was gibt's noch Neues? Ja, 10 Jahre WoT. Stand jetzt im ersten Abschnitt habe ich am Sonntag erfüllt. Ein Schlüssel habe ich schon. Ist auch ziemlich gut, dass ich das am Sonntag erfüllt habe, weil ich mich jetzt primär wieder auf Frontline stürze. Das 7 versus 7 ist noch mit dazu gekommen. Ist aber so ein Modus, der mich gar nicht interessiert. Sondern primär Frontline und sekundär dann der Battle Pass. Ja, gut. Ich würde sagen, wir springen gleich über zu den zwei Replays mit dem Lanzen C. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Ich werde unten in der Videobeschreibung ein paar Codes reinschreiben. Da kann man für die Frontline mal ein Premium Panzer 5 Spiele testen. Ich habe es versucht. Es geht leider nur ein Panzer pro Account. Deswegen überlegt euch gut, welchen Panzer ihr nutzt. Unter anderem ist der Mauerbrecher mit dabei, der Löwe, ein Progetto M35, ein Kanonenjagdpanzer, Sumoa. Und schlag mich blau, was für Fahrzeuge noch alles. Ich muss mal gucken, ob ich auch wirklich alle Fahrzeuge erfasst habe. Wenn welche fehlen, tut es mir leid. Ich habe jetzt auch ein bisschen länger gesucht nach den Codes. Wie gesagt, ein Panzer pro Account. Und wenn man Interesse hat, kann man den Panzer wohl danach kaufen. So, jetzt aber rein zu den Replays. Ja, Lanzensee auf der Karte Erlenberg. 9er Gefecht, eine Ardi, ein Kronk, ein Mäuschen, ein Objekt, ein VK. Gut, 9er Gefecht geht immer noch. Da kommt man auch mit den Lanzen irgendwo durch. Insbesondere bei 8er Zielen. Aber gerade ein Kronk und ein Mäuschen, da kann ich mir bessere Gegner vorstellen. Ja, zuerst mal gucken, wohin. Eigentlich wollte ich mit Richtung Burg, aber ja. Problem ist, Burg ist überbevölkert und die Nullerlinie ein bisschen unterbevölkert. Hat auch überlegt, hinten stehen zu bleiben, quasi den Scouts ihren Job machen zu lassen und dann einfach nur wegsnacken, was da so geht. Ja. Ist aber halt nie so die feine englische Art, quasi die beiden zu opfern. Man muss sagen, die Mitte ist gut besetzt, sind ziemlich viele Heavies. Ja, ihr seht es irgendwann, ja, es ist manchmal angebracht, wirklich stehen zu bleiben. Nur ich habe ja irgendwann mitgekriegt, Mensch, da ist ja auch den Gegner. Also du kannst mit hochfahren von oben, die quasi die Windmühle einnehmen und gucken, was geht, wo man so Schaden anbringen kann. Bei mir hier ist absolut gar keiner. Nicht mal ein bisschen so überhaupt nicht. Ist jetzt auch LP, kann komplett durchfahren quasi. Wir können eigentlich machen, was wir wollen auf der Seite. Schön. Jo, das ist ein Gegner-Scout. Nen, Radpanzer. Auf den Radpanzer brauche ich nicht schießen, da mache ich immer nur die Reifen kaputt. Auf den Chariot hier kann man schießen. Wenn er denn nochmal rauskommen sollte. Wollen würde. Könnte, dürfte, hätte. Wäre wenn. Ja, bei den Kollegen ein bisschen zu weit vorgehalten. Ich habe wirklich gedacht, jetzt zieht da rum.
Aber zum Glück, er ist getrackt und getrackte Scouts. Die kann man auch beschießen. Da macht man auch Schaden. Schade, dass jetzt unser Kollege da abgefackelt ist. Das war so nicht geplant. Ja, und immer das leidliche Thema mit den Radpanzern. Ich muss da noch den Dreh rauskriegen, wie weit man falten muss. Also einen fetten Heavy, der ein bisschen langsam ist, ist immer noch okay. Da kann man immer drauf hauen. Tut ihn auch mal weh. Den kleinen, dicken Heavys. Nee. Ihr merkt es APCR, weil das Objekt ein bisschen blöd steht. Quasi seine Panzerung ausnutzt. Und im Endeffekt kann man hier oben wunderbar rumstehen, rumsnipern, rumcampen. Weil einfach kein Gegner da ist. Ja, was tun? TD steht in der Deckung, der Heavy steht in der Deckung, Gronk steht auch in der Deckung. Es macht eigentlich keinen Sinn mehr hier oben rumzustehen. Insbesondere weil auch der 6x6 nur 2% hat. Deswegen einfach der Gedanke, die Idee, mit runterfahren in der Stadt runterstürzen und gucken, was man vielleicht von hinten ärgern könnte. Ihr seht, die Heavys, die könnten so ein bisschen Backup gebrauchen. Wobei Mäuschen ist so gut wie tot, der VK so gut wie tot. Ich glaube, der Gronk hatte noch etwas über 50%, wenn ich mich recht entsinne. Hm, so oder ein bisschen mehr. Der guckt genau in unsere Richtung. Macht jetzt aber den Fehler und dreht den Turm weg. Oder dreht die Kanone weg. Ja, und da kommt das nächste Problem. Das Objekt. Ah, schön. Da hört man die Engländer singen, wenn das 704 schießt und wenn das 704 nebenan einschlägt. Find's jetzt auch wieder so ein bisschen unverständlich, dass der AMX. Der AMX, der immer noch hier hinten steht, dass der überhaupt nicht reagiert. Weil technisch gesehen ist die Position komplett beschissen. Wie gesagt, hier hinten steht ein AMX. Und da steht das Objekt. So, Objekt ist raus. Der Kong lebt noch. Ja, Kong nun auch raus. Ich würde mal sagen, der AMX hat sowohl das Objekt als auch den Kong auf dem Gewissen. Vor allem Objekt beim Angriff 100%.
Und ihr seht es, da oben steht er. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass der noch da oben steht. Das macht das Ganze wirklich komplett unverständlich. Er hätte nur vorfahren brauchen, auf uns mitwirken müssen. Wie gesagt, zur rechten das Objekt, da vorne der Arm X. Ich verstehe sowas nicht. Hätte er schießen können? Nee, hätte er eben nicht. Weil nämlich genau die Butze im Weg stand. Ja, ich würde noch sagen, der gute Kollege im Arm X hat, wie gesagt, Objekt auf dem Gewissen und auch den Kong auf dem Gewissen. Schön für uns, wir haben knapp 3300 Schaden gemacht. Schlecht fürs Gegnerteam, die hätten das Spiel vielleicht noch gewinnen können. Ja, aber ich verstehe die Spielweise da irgendwie nicht vom Arm X. Ja, gut. Wie gesagt, ein zweites Replay habe ich noch. Gucken uns noch die zweite Runde an und danach wieder die Endergebnisse. Ja, zweite Runde. Selbe Karte, selbe Seite. Auch wieder neuner Matchmaking. Hier mein Telefon. Ja, im Endeffekt wollte ich mich wieder entscheiden, Richtung Mühle zu fahren. Erstmal wieder gucken, wo ist der Gegner, wo fährt das eigene Team hin? Wo kann man sich am besten hinstellen? Diesmal der direkte Weg Richtung Mühle. AMX und Stritzwagen kommt auch noch mit. Beide Scouts leider vorne an der Burg, ist ein bisschen schade. Ja, 53 TP so ein bisschen alleine, IS-3, Emil steht noch an der Basis und Objekt steht auch ein bisschen im Rückraum und da oben ist ein Scout. Da oben bin ich, ein Scouty-Scout. Ja, ihr seht, alle gehen Richtung Mitte, alle warten auf ein freies Schussfeld. Es wäre zu schön gewesen, wäre die Kugel reingeflogen. Es wäre zu schön gewesen, wäre die Kugel reingeflogen. Ja, ansonsten zur Linken immer noch die Badshed und ein Objekt. Das war ein EBR. Ein EBR, der plopp gemacht hat. Ja, ist halt immer bei sowas die Frage, was für TD stehen im Rückraum, quasi hinter der Bedshed. Ist halt immer so ein leichtes Risiko, jetzt auf direkten Angriff zu gehen. Zu langsam. Reaktion von einem Stein. Oh.
Ach, ich mag das einfach nicht, da einfach so fortzufahren. Wir sind wieder offen. Im Endeffekt wissen wir nicht genau, was steht da nämlich im Rückraum. Und da steht nämlich an am Rückraum. Und das ist ein T28 Prototyp, der mir elegant den Turm zerwichst hat. Zum Glück Centurion und Badger nochmal abgeprallt. Deswegen, ich mag das Runterstürzen nicht. Das ist immer so ein bisschen heikel. Ja, aber immerhin 1-7 aufgeklärt. Und das nur, weil wir da runtergefallen sind oder runtergestürzt sind, direkt auf den Scout. Ich muss wieder betonen, das ist mit Bedacht zu genießen. Ich meine, es geht, wir haben relativ wenig HP verloren. Weil halt Centurion und Scout abgeprallt sind. Aber hätte dennoch die Arti mit drauf gewirkt, das hätte beschissen enden können. Unten rein, nicht oben drauf. Genau so. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, warum der wieder nicht durchgehen durfte. Werde ich auch nicht verstehen. Klar, war ein bisschen angewinkelt der Gegner. Aber du darfst eine Kugel auch ruhig mal treffen. Ja, und da lädt der Lanzen leider ein Stück zu lange nach. Aber immerhin 1,8 Schaden, 1,8 unterstützt. Muss aber dazu sagen, dass quasi die 1,9 Unterstützungsschaden halt von der eigentlich blöden Aktion kam, darunter zu fallen oder darunter zu fahren und den Scout anzugreifen. Klar, der TD, der brauchte Hilfe. Jetzt braucht er noch mal Hilfe. Es ist aber halt immer. Es ist ein Risiko, wenn man gerade auf Ehrenberg darunter stürzt. Quasi hier hinten runter stürzt aufs offene Feld. Wie gesagt, eine Arti. Die Arti war da, oder die Arti war halt mit dem Gefecht drin. Ein T28 im Rückraum. Vorne der Scout und der Centurion noch im Rückraum. Ist halt immer mit Bedacht zu genießen. Wenn Arti, T28, Centurion und Scout schießen und treffen, seid ihr raus aus dem Spiel. Klar, es war teamdienlich. Stritzwagen S1. Hatte halt in dem Moment mehr Luft zum Atmen, weil wir halt den Scout unter Druck gesetzt haben. Aber es ist halt immer so ein bisschen. Muss man abwägen, ob man das wirklich machen müsste. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Ergebnisse rein. So, erste Runde mit dem Lanzen. War eine erste Klasse, war der Schläger, war Duellant und eine Gratis-Medaille. Dazu noch die finnische Medaille, die ich nicht aussprechen kann. 155.800 Credits bei knapp 10.000 EP und eine Anleihe. Gut, vom Schaden Platz 2, von der EP Platz 1. Leider ein bisschen unglücklich gestorben und der Kong im Gegnerteam, der tut mir so ein bisschen leid. Er hat im Endeffekt alles versucht. Ist halt fraglich, wie wäre das Spiel ausgegangen, hätte der AMX vernünftig reagiert und das Objekt unterstützt.
Wie gesagt, dann hätte Arm X überlebt, hätte Objekt überlebt und auch der Kong überlebt. Und wenn ich mir den Schaden so vom Kong angucke, der hätte uns im schlimmsten Fall nochmal alle zerpflückt. Also es wäre zumindest spannender gewesen, als uns lieb wäre, sag ich mal. Wobei, wenn ich hier sehe, 1, 2, 3 Panzer mit 3000 Schaden, Objekt sei schon, Kong mit 4000 Schaden, danach kommt erstmal gar nichts mehr. Ja. Es hätte auch anders ausgehen können, bin ich der Meinung. Ansonsten 16 Schuss, 14 getroffen, 12 durchgegangen, 111.000 plus gemacht. Und 1,6, ja, fast 1,7 über 300 Meter gemacht an Schaden. Leider ein Panzer verloren, aufgrund des AMXs, der halt immer noch da hinten stand. Ja, zweite Runde war ein bisschen unspektakulärer. Eine dritte Klasse, einen Speer, den Schläger und mal wieder eine Gratis-Medaille, oder ein Gratis-Abzeichen. 85.600 Credits bei 16.000 EP. Wie komme ich auf 16.000 EP? Von der EP selber auf Platz 2, vom Schaden immerhin noch Platz 4. Ja, das eigene Objekt hat auch gut Remi Demi gemacht. Ich würde sagen, der Kollege hat einen gehörigen Anteil am Sieg gehabt. Weil danach kommt erstmal lange Zeit nichts mehr und dann kommt der Rest. Aber so im direkten Vergleich, wenn man es ihm mal rausnimmt, geht es ja auch so in Ordnung. Ja, ansonsten 11 Schuss, 8 getroffen, 6 durchgegangen, 71.000 plus. Und warum habe ich hier so viel EP gemacht? Ach, weil da eine Mission mit dabei war. Deswegen. Ja, wie gesagt, erste Runde war eigentlich ganz okay. Zweite Runde war ein bisschen helfend, sage ich mal. Ansonsten sage ich mal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.